Die frühere Weltfußballerin Nadine Kessler soll beim Deutschen Fußballbund laut der Münchner Abendzeitung die Nachfolge von Oliver Bierhoff antreten und neue Geschäftsführerin werden. Die 35-Jährige soll die Verantwortung für die Bereiche DFB-Akademie und Nationalmannschaften übernehmen. Die Zeitung berichtet, dass die Gespräche zwischen Kessler und dem DFB weit fortgeschritten seien und aktuell die Verträge ausgearbeitet würden. Der DFB wollte dies auf dpa-Anfrage nicht kommentieren. Die frühere Nationalspielerin Kessler arbeitet derzeit als Abteilungsleiterin bei der UEFA.